Das Divi-Theme ist schon von Haus aus responsive. Das bedeutet, dass sich die Inhalte eben automatisch an die verschiedenen Bildschirmgrößen anpassen. Aber gerade wenn man da zum Beispiel mit den Abständen so ein bisschen rumspielt, kann es eben schnell dazu kommen, dass sich da ein bisschen was verschiebt. Und deswegen sollte man auf jeden Fall, bevor die Website online geht, nochmal überprüfen, ob auch auf der mobilen Ansicht und auf der Tablet-Ansicht eben alles gut aussieht. Und auch gerade wenn man so an das Thema Schriftgrößen denkt, da sollte man halt auch nochmal drauf gucken, dass man vielleicht bei der mobilen Ansicht eine andere Schriftgröße verwendet. Und auf das Thema Mobiloptimierung und was du da genau beachten musst, bin ich hier in diesem Video schon mal eingegangen. Und heute in diesem Video soll es eben darum gehen, wie du das Ganze in Divi umsetzt. Hey, ich bin Anki, deine beste Freundin rund um die Themen Website und Kundenreise. Außerdem gebe ich dir zukünftig hier auch Einblicke in meine Selbstständigkeit als Webdesignerin. Also wenn das Themen sind, die dich interessieren, dann jetzt einmal direkt auf den Abo-Button draufklicken und dann starten wir ins Tutorial. So, dann schauen wir uns doch mal an, wie wir die mobile Ansicht im Divi-Theme anpassen können. Als allererstes müssen wir einmal hier unten die generelle Ansicht ändern, wenn wir jetzt eben die Tablet-Ansicht oder die Smartphone-Ansicht bearbeiten möchten. Und zwar klickst du dafür dann hier auf diesen lilanen Button drauf. Und jetzt siehst du hier auf der linken Seite schon diese ganzen Symbole. Also hier dieses Desktop-Symbol, das ist ja jetzt hier in grün. Das bedeutet, dass wir das halt gerade ausgewählt haben. Und daneben siehst du jetzt hier aber auch noch so ein Tablet-Icon und ein Smartphone-Icon. Und das ist jetzt erstmal die generelle Ansicht, die wir wechseln können. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke zum Beispiel, dann siehst du schon, dass sich hier komplett diese ganze Ansicht eben ändert und das Ganze halt die Tablet-Ansicht annimmt. Und das Gleiche gilt auch für das Handy. Wenn ich hier einmal draufklicke auf das Icon, dann wird es jetzt eben noch schmaler und passt sich jetzt eben an die Handyansicht an. Grundsätzlich würde ich dir empfehlen, dass du jede Ansicht für sich einmal komplett bearbeitest, bevor du die nächste Ansicht bearbeitest. Also damit meine ich halt, ich mache es zumindest so, dass ich erstmal komplett die Desktop-Ansicht mache und wenn das soweit steht, wenn da eben das Grundgerüst ist und alle Inhalte und so weiter eingefügt sind, dann gehe ich halt eben in die Mobiloptimierung und schaue mir das Ganze dann als allererstes in der Tablet-Ansicht an. Ein kurzer Hinweis noch, es werden immer die Werte automatisch übernommen von der größeren, von der höheren Ansicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier eben für den Desktop erstmal alles erstelle, dann werden diese Werte, die hier hinterlegt sind, das bedeutet also die Schriftgröße, die Breite von dieser Zeile zum Beispiel, wenn ich da eben was einstelle für Desktop, dann wird das automatisch eben runtergebrochen und übernommen für die Tablet-Ansicht und die Smartphone-Ansicht. Und wenn ich das halt eben anpassen möchte, dann muss ich das separat nochmal in den Einzelnen abändern. Aber genauso ist es eben auch bei der Tablet-Ansicht. Wenn ich da eine bestimmte Schriftgröße jetzt zum Beispiel hinterlege, dann wird die auf die nächst kleinere Ansicht auch übernommen. Also auf der Handy-Ansicht habe ich dann eben auch die gleiche Größe, die ich bei der Tablet-Ansicht eingestellt habe. Das ist erstmal super wichtig zu wissen, weil es dir eben sehr viel Arbeit auch ersparen kann, da du nicht extra in die Tablet-Ansicht und in die Handy-Ansicht nochmal reingehen musst und da eben dann die gleichen Werte hinterlegen musst, sondern das, was du bei der Tablet-Ansicht hinterlegst, wird automatisch auch für die Handy-Ansicht übernommen. So, also wenn ich jetzt hier meine Desktop-Ansicht fertig erstellt habe, wenn das alles so super ist und ich das eben so haben möchte, dann kann ich mich jetzt an die Mobiloptimierung machen. Und dann, wie gesagt, würde ich jetzt als allererstes die Tablet-Ansicht bearbeiten und dafür gehe ich dann hier in den Bearbeitungsmodus vom Tablet rein. So, und ich mache es auch immer so, dass ich noch ein zweites Tab offen habe, wo ich dann einmal die Live-Ansicht habe, die nicht im Bearbeitungsmodus ist. Dafür gehe ich dann hier einmal auf Beenden Sie visuellen Bilder und klicke dann einfach auf Link in einem neuen Tab öffnen und dann habe ich halt eben ein neues Tab, wo ich dann jetzt hier alles in der Live-Übersicht dann quasi drin habe. Und da kann ich dann immer direkt überprüfen, ob hier alles dann korrekt ist bei der Mobiloptimierung oder ob sich da irgendwie was verschoben hat oder ob irgendwas zu groß, zu klein ist und ich das dann eben nachbessern muss. Am allerbesten ist es natürlich, wenn du jetzt ein Tablet eben neben dir hast oder auch ein Handy, dass du dann da eben direkt schaust. Am besten nimmst du dir jetzt auch direkt dein Tablet zur Hand und rufst eben die Seite auf, die du da jetzt gerade überprüfen möchtest.
um eben zu schauen, ob das alles so passt oder ob zum Beispiel die Schriftgröße noch größer gemacht werden muss oder kleiner gemacht werden muss. Das kann ja auch sein. Falls du kein Tablet hast, dann kannst du das Ganze mit der Untersuchen-Funktion im Chrome-Browser lösen. Und zwar rufst du dir dann einfach nochmal ein neues Tab auf und kannst dann jetzt einfach mit Rechtsklick untersuchen, dir hier bei diesem Icon die verschiedenen Ansichten eben anzeigen lassen. Und also hier hast du halt eine Übersicht über verschiedene Geräte und kannst jetzt zum Beispiel für das iPad Mini dir das Ganze anschauen, wie das da eben aussehen würde. Und hier dann einmal eben so durch die komplette Seite einmal durchgehen und gucken, was du da jetzt eben noch anpassen musst. So, angenommen, ich finde jetzt hier die Schriftgröße ganz oben total blöd und möchte, dass es auf dem Tablet noch größer zu sehen ist, damit es eben noch plakativer ist und direkt ins Auge springt. Dann würde ich jetzt hier in die Bearbeitung zurückgehen und hier einmal in das Textfeld reingehen. Und da wir hier eine H1-Überschrift haben, müssen wir dann einmal zu Design, Überschriften, H1. Und dann suchen wir uns jetzt hier mal die Schriftgröße aus. Und du siehst schon, ich habe jetzt hier schon was aktiviert, was bei dir jetzt wahrscheinlich noch nicht ist, wenn du da jetzt noch nichts mobil optimiert hast. Bei dir sieht es wahrscheinlich so aus, dass du jetzt hier halt erstmal den Wert hast von der Desktop-Version. Und genau, das Ganze wollen wir jetzt natürlich anpassen. Und dafür klickst du hier einmal auf dieses Handy-Symbol. Das ist halt eben bei Divi im Divi-Theme das Symbol für die Mobiloptimierung. Und hier gehst du dann, wie gesagt, einmal drauf und hast dann hier jetzt auch nochmal die Auswahlmöglichkeit zwischen Tablet und Telefon. So, wir wollen ja die Tablet-Ansicht bearbeiten. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier eben auf das Tablet. Also wir müssen ganz, ganz sicher gehen, dass das hier auch ausgewählt ist, weil ansonsten im schlimmsten Fall kann es nämlich sein, dass du die Desktop-Version wieder, den Desktop-Wert wieder überschreibst, und das wollen wir jetzt natürlich nicht. Deswegen auf jeden Fall sicher gehen, dass du hier Tablet ausgewählt hast und das halt eben hier so ein blaues Symbol ist. Und hier kannst du jetzt eben extra für Tablet einen anderen Wert eingeben. Ich sage jetzt zum Beispiel mal hier, das soll jetzt so groß sein zum Beispiel. Speichere das Ganze ab. Gehe hier auch nochmal auf Speichern. Und dann kann ich mir das hier einmal aktualisieren und angucken, wie das dann in echt aussehen würde. Genau, so würde das dann jetzt aussehen. Ist natürlich viel zu groß. Also in Wirklichkeit würde ich das natürlich nicht so groß machen. Das ist jetzt nur zur Demonstration, dass du eben siehst, wie du die Schriftgröße fürs Tablet anpasst. Und genau, so gehst du dann halt eben komplett die Seite einmal durch und guckst dir an, wo du vielleicht für die Tablet-Ansicht irgendwas umstellen musst. Und wenn du dann durch bist mit der Tablet-Ansicht, dann wechseln wir als nächstes in die Handy-Ansicht. Und dafür kannst du dann im besten Fall natürlich auch dein eigenes Handy nehmen und da eben die Seite aufrufen, die du bearbeiten möchtest. Weil dann siehst du natürlich ganz genau, wie es eben auf dem Smartphone aussieht. Ansonsten kannst du jetzt hier auch über die Untersuchen-Funktion dir eine Smartphone-Ansicht hier aufrufen. Also ich nehme hier immer dann ein iPhone 12 Pro und das ist dann halt eben die Ansicht vom iPhone 12 Pro. Ich wechsle nochmal hier in den Bearbeitungsmodus, und zwar wollen wir jetzt hier eben die Tablet, die Handy-Ansicht bearbeiten, und deswegen gehe ich hier auf das Handy-Icon drauf. Und du siehst, es ist hier alles schon wieder schmaler geworden, und hier oben steht auch nochmal, dass wir jetzt hier die Handy-Ansicht haben. Und jetzt wollen wir eben auch nochmal genau diesen Text hier bearbeiten, den wir auch eben fürs Tablet schon bearbeitet haben, und gehen hier auch ganz normal einmal in die Einstellungen rein, klicken auf Design, Überschriften, H1, weil das ja hier eben eine H1-Überschrift ist, und jetzt gehe ich hier unten zu meiner mobilen Ansicht. Und hier ist es jetzt ganz wichtig, dass eben Telefon ausgewählt ist. Und du siehst auch schon, dass jetzt hier derselbe Wert hinterlegt ist, den wir eben bei der Tablet-Ansicht hinterlegt haben. Und wie gesagt, ist es halt eben so, dass immer der Wert von der höheren Ansicht automatisch übernommen wird. Es sei denn, wir überschreiben das halt eben. Also ich könnte jetzt hier eben zum Beispiel sagen, dass ich nur für das Telefon auch nochmal das Ganze noch größer haben möchte. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich mache es mal wieder ein bisschen kleiner.
So zum Beispiel, okay, jetzt speichere ich das hier einmal ab und gehe natürlich hier auch nochmal auf Speichern drauf. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal hier an auf der Handyansicht. Aktualisieren wir und jetzt ist es hier schon viel größer. Und jetzt sind hier natürlich auch Umbrüche drin, weil die Schrift viel, viel, viel zu groß ist. Also bitte niemals so große Schrift auf der Handyansicht machen. Okay, also jetzt weißt du grundsätzlich, wie du hier die Größen anpasst für die verschiedenen Geräte. Ich mache das Ganze jetzt mal rückgängig. Du hast bei so gut wie allen Einstellungsmöglichkeiten die Möglichkeit eben für die Handyversion oder für die Tablet-Version extra einen Wert einzugeben. Also du siehst hier sogar beim Textbereich hast du hier eben dieses Mobiloptimierungs-Icon und könntest jetzt halt eben hier in dem Textfeld für Tablet oder Telefon einen komplett anderen Text eben anzeigen lassen. Und das ist halt schon ganz praktisch, ne? Also du kannst hier zum Beispiel auch bei dem Button, gehen wir da einmal rein. Also selbst hier beim Button könntest du jetzt hier sagen, ich möchte auf dem Handy einen anderen Text bei dem Button eben drin haben. Und kannst dann natürlich beim Button selber auch die Schriftfarbe, Hintergrundfarbe, alles Mögliche kannst du hier eben extra für Tablet und für Handy anpassen. Also deiner Kreativität sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Du könntest quasi für Tablet und Handy komplett eine andere Website machen, die komplett anders aussieht, eben mit diesen Modulen. Oder hier kannst du sogar eine andere Schriftart auswählen für Handy oder Tablet. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Funktionsmöglichkeiten, die du halt eben ausnutzen kannst. Und auch wenn dir die Anpassungsmöglichkeiten in Divi selbst nicht genug sind und du ein bisschen was am Code abändern möchtest, dann ist das auch kein Problem, denn springen wir einfach mal hier auf den Reiter Erweitert und dann benutzerdefinierte CSS. Hier hast du nämlich auch die Möglichkeit, extra für Tablet oder für Handy einen eigenen CSS-Code zu hinterlegen. Das heißt, wenn du hier draufklickst, dann kannst du halt eben auch auswählen, ob für Tablet oder für Handy. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel in der Tablet-Ansicht irgendeinen CSS-Code hätte, ich mache jetzt einfach mal, dass der Hintergrund schwarz ist, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt natürlich nichts, was ich hier mit CSS eigentlich hinterlegen würde, weil das kann man ganz normal in den Divi-Einstellungen eben machen. Okay, da muss ich jetzt natürlich einen Import hintern setzen. So, dann gehe ich hier einmal auf Speichern. So, und du siehst schon, das wurde jetzt automatisch auch für die Handy-Ansicht eben übernommen. Wenn ich jetzt hier einmal auf Erweitert reingehe und dann CSS, dann siehst du, dass der jetzt hier meinen CSS-Code übernommen hat, auch für die Handy-Ansicht. Natürlich könnte ich jetzt hier nochmal was komplett anderes reinschreiben, wenn ich jetzt eben fürs Handy nochmal einen separaten CSS-Code habe, dann kann ich den hier jetzt auch einfach reinschreiben. Manchmal ist es natürlich so, dass man tatsächlich was an der Struktur ändern muss, weil es eben auf dem Tablet oder auf dem Handy einfach blöd aussieht und man eben dieses Element nur auf der Desktop-Version haben möchte. Ich mache jetzt einfach mal als Beispiel, gehen wir jetzt davon aus, dass hier dieses Bild, dass ich das nur auf der Desktop-Version haben möchte, also nur eben auf einem großen Bildschirm angezeigt haben möchte und auf dem Tablet und auf dem Handy soll es nicht angezeigt werden. Das geht auch ganz einfach mit Divi und zwar gehen wir dafür einfach hier in die Einstellungen von dem Bild rein. Das geht übrigens mit jedem anderen Modul auch, ne? Also das ist jetzt nicht nur auf das Bildmodul beschränkt, sondern das kann man auch mit Texten, Buttons, alles Mögliche machen. Das kann man sogar mit Zeilen oder eben auch mit ganzen Sektionen machen, dass die eben auf einer bestimmten Ansicht versteckt werden. Und dafür gehst du hier auf den Reiter Erweitert, Sichtbarkeit. Und hier kannst du eben angeben, wo es deaktiviert werden soll. Und wir haben ja gesagt, dass wir eben das Bild nicht anzeigen lassen wollen auf Telefon und Tablet. Deswegen würde ich hier eben jetzt Tablet und Telefon anklicken und dann hier einmal bestätigen und speichern. Und wenn ich jetzt hier wieder auf meine Live-Seite draufgehe, dann sehen wir hier eben auf der Desktop-Version ist das Bild noch vorhanden. Aber wenn ich jetzt hier einmal wechsle in die mobile Ansicht, dann siehst du jetzt schon, dass hier das Bild jetzt nicht mehr vorhanden ist.
Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt. Also ich kann zum Beispiel hier auch drauf gehen und sagen, das soll nur auf Telefon und Tablet angezeigt werden, aber nicht auf dem Desktop. Da würde ich jetzt in diesem Fall halt eben hier die Haken rausnehmen und den Haken nur bei Desktop setzen. Und dann einmal bestätigen und speichern. Und du siehst schon, dass es hier so ausgegraut ist. Das bedeutet eben, dass hier ein Element ist, was jetzt nicht auf dem Desktop sichtbar ist. Und wenn wir jetzt mal auf die Live-Seite draufgehen und dann hier jetzt nochmal aktualisieren, dann sehen wir, ich bin jetzt hier gerade in der Tablet-Ansicht. Hier ist das Bild jetzt wieder sichtbar. Und wenn ich jetzt in die Handy-Ansicht gehe, da sehen wir es auch. Aber wenn ich komplett einmal rausspringe, dann ist das Bild jetzt hier nicht mehr zu sehen. Wenn dir die Anleitung weitergeholfen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like, einen Kommentar und natürlich auch über ein Abo von dir freuen. Damit unterstützt du nämlich mich und meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!